was für frisches Brot. Es wird Zeit, einen Toast zu machen. Oh nein, woher kommt das Feuer? Mensch, alles ist verbrannt. Was ist das denn für ein Geschrei? Vampire sollten noch tagsüber schlafen. Oh, dieser Schrei würde einen Toten aus dem Grab auferstehen lassen. Oh, da weint jemand. Ich muss helfen. Oh, was ist denn los? Wolltest du Hilfe? Eine Fledermaus? Na, hast du einen Vampir gerufen? Ich bin hungrig. Es wird Zeit für eine Koch-Challenge. Mach mir bitte ein Cupcake. Ich versuch's mal. Kann ich schaffen. Oh, ich liebe es zu kochen. Bei mir bist du genau richtig. Also, wir holen uns Mehl. Ah, tut mir leid. Oh, Herr Vampir, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich werde alles wieder okay machen. Also, es wird Zeit, hier ein bisschen Milch reinzufüllen. Aber ich werde nichts verschütten. Ich benutze nämlich einen extra Trichter dafür. Oh, alles dreht sich. Voll cool. Und jetzt schlage ich die Eier auf. Schaut mal, wie cool ich jongliere. Oh nein. Ich habe ein Ei zerbrochen. Und jetzt kriege ich eine Beule auf der Stirn. Ach, wollt ihr vielleicht noch eins? Schaut mal. Tada! Und schon habe ich das Ei aufgeschlagen. Jetzt muss ich alles schön mit einem Schneebesen verrühren. Und fertig. Was für ein cooler Schleim. Ich liebe es. Ups. Hahaha, wie lustig. Tut mir leid, ich mache alles wieder in Ordnung. Es wird Zeit, dass ich auch mich ans Zeug mache. Und ich wähle Erdbeersaft. Gut, dass alle Vampire Klauen haben. Das hilft bei diesen Challenges. Ich werde die Muffins mit Erdbeergeschmack backen. Der Teig ist fertig. Jetzt muss ich ihn nur noch in die Form gießen. Oh, was für ein schönes Rot. Sieht richtig köstlich aus. Also, jetzt kommt das in den Ofen. Oh ja, yeah. Vampire sind hier die coolsten. Hey, Zombie, schau mal. Ich reiß mir den Finger ab. War nur ein Scherz. Schau mal, ich kann mir auch den Finger abreißen. Das ist ja die Hand. Sie ist wieder da. Aber was ist mit ihm los? Ich glaube, der schläft. Wie auch immer. Willst du einen Keks? Nein? Dann werde ich ihn selber aufessen. Irgendwie bin ich müde. Was war das? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Na, leg dich mal in diesen Cupcake. Und obendrauf kippe ich ein bisschen Kekse. Ah, das sieht ganz schön schlimm aus. Hey, Vampir. Ah, tatsächlich. Wach auf. Oh, was hast du angerichtet? Ich habe meinen Teig ganz vergessen. Oh, das riecht einfach perfekt. Also, alles ist in Ordnung. Ich muss nur noch ein bisschen Creme drüber geben. Sieht das appetitlich aus. Das würde ich selber gerne probieren. Noch ein bisschen Dekoration. Und fertig ist meine Fledermaus. Oh, wie cool. Bravo, bravo. Was hat das Zombie gemacht? Oh, was soll ich denn machen? Ah, ich weiß. Ich brauche... Okay, nicht von dir. Von dir vielleicht? Ich hole nur ein Marshmallow raus. Und fertig ist mein Teig. Darüber kommt jetzt ein bisschen Creme. Rot und Gelb. Schließlich sind das meine Lieblingsfarben. Und das ist ein kleiner Clown. Gefällt er euch? Ich gebe ihm noch einen Luftballon. Und jetzt kann er fliegen. Oh, wow. Moment mal, wo ist der dritte Cupcake? Oh, wie cool. Das gefällt mir total. Also, jetzt lass mal probieren. Wie schmeckt dieser Clown? Der sieht nicht nur schön bunt aus, der schmeckt auch noch. Oh, sehr angenehm. Und was ist das hier? Das sieht aus wie ein Grab. Ach, was für ein Albtraum, wie furchtbar. No! Okay. Oh Mann.
Was für ein riesiger Cupcake. Ich frag mich, wie diese Flügel hier schmecken. Mh, voll köstlich. Das ist echt verrückt. Fantastisch. Also ich glaube, der Gewinner ist der Vampir. Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Zombie, schau mal. Haha. Also ich wünsche mir ein Sandwich. Okay, kann ich machen. Ist doch ganz einfach. Eine gute Wahl. Das Erste, was ich brauche, ist ein Toast. Oh, wow. Der macht das ja richtig cool. Jetzt gebe ich 4 Käse und Schinken hinzu. Schaut mal, was ich für einen cool aussehenden Turm habe. Schön quadratisch. Und dazu kippe ich noch ein bisschen Mayonnaise. Hm, sieht perfekt aus. Wie frisches Blut. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich benutze diese würzigen Chips hier. Ah, ach du meine Güte. Das was? Das ist mein Paniermehl. Ich muss es nur noch über mein Sandwich schütten und jetzt einmal schnell frittieren. Hey, was willst du denn? Hier hast du ein Geschenk. Oh, danke. Oh. Ist okay, ich werde nicht mehr in die Quere kommen. Also, zuerst nehme ich mir verschiedenfarbigen Käse. Den reibe ich und jetzt lasse ich ihn schmelzen. Und zwar mit einem Gasbrenner. Ach du meine Güte. Ja, und jetzt nehme ich mir eine Form und mache einen schönen Schmetterling daraus. Und das kann ich aufessen. Oh, ich mag dieses Ding. Ups, ich glaube, das brennt. Wonach riecht es denn? Ah, meine Haare brennen! Alles in Ordnung. Gleich werden wir das Feuer löschen. Oh, meine schönen Haare. Was habt ihr angerichtet? Ah, sieht lustig aus. Ja, das war lustig, aber es wird Zeit, mein Sandwich aus der Bratpfanne zu nehmen. Oh, nein. Ich habe noch gar nichts gemacht. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, Brot. Oh, Katzenfutter. Ich mag das. Schön viel Katzenfutter, eine Bananenschale und einen gekauten Kaugummi. Toll. Jetzt bin ich auch fertig. Let's go! Oh, ich habe ganz schön Hunger. Wonach riecht das denn? Oh, wie furchtbar. Das ist so zum Kotzen. Dieses Sandwich sieht cool aus. Wow, das ist ja Käse. Richtig schön dehnbar. Ich liebe es. Yeah! Und jetzt schauen wir uns das letzte Sandwich an. Wow, ich habe noch nie so einen Würfel gesehen. Schön knusprig. Aber hier stimmt doch was nicht. Ich verstehe nicht was. Oh nein, das ist mega scharf! Oh, Leute, wir müssen sofort was unternehmen. Wir müssen das Feuer löschen. Oh, vielen lieben Dank, Clown. Ich habe alles verbrannt und bin immer noch hungrig. Ups. Hey, wir sind hier in der Challenge. Ich wünsche mir Nudeln. Super. Cool. Langweilig. Ich mag schwarze Nudeln. Die lasse ich jetzt kochen. Oh, wie interessant. Okay, ich schaue gar nicht in deine Richtung. Ich habe Kaugummi, der ist der Hammer. Das Wichtigste ist, ihn aufzublasen. Und dann mache ich den Rest. Ich glaube, ich mache einen Hund daraus. Tada! Wuff, wuff. Jetzt reicht's aber. Oh Mann, du hast ihn kaputt gemacht. Ah, ich brauche dieses Wasser. Vielen Dank, das ist schön salzig. Ja, gern geschehen. Oh, jetzt muss ich Wasser kochen und Nudeln reinschmeißen. Und was machst du? Ich brauche einen Teller mit Tomatenmark. Schön auf den Teller verteilen und darüber kommen meine schwarzen Nudeln. Und jetzt geben wir ein bisschen Hackfleisch hinzu.
Meine kleinen Spinnchen, na los. Springt sofort auf den Teller. Ah, das ist ein... Ein Monster! Ah. Hey, hör sofort auf. Das sind kleine Spinnchen. Willst du Kaugummi? Nein, lass mich in Ruhe. Ich wollte doch nur was vorbereiten. Ich mach gleich einen großen Kaugummi aus diesen vielen Kaugummis. Jetzt brauche ich ein Nudelholz. Fertig. Und jetzt mache ich aus dieser Kaugummimasse rosa Kaugummi-Nudeln. Schau doch noch, wie cool das aussieht. Und statt Soße benutze ich diese blaue Nutella. Mega lecker. Voll die coole Idee. Dazu kommen noch ein paar bunte Streusel und dann sind wir fertig. Ach, einfach perfekt. Wonach riecht das denn? Ah, wir brennen schon wieder. Moment. Oh, Zombie sagt danke. So, jetzt kommt da noch ein bisschen Pfeffer drüber. Nein, jetzt ist meine Rotze drauf. Hey, wie lange soll ich denn noch warten? Ich hab Hunger. Guten Appetit. Ah, Spinnen! Ich hab Angst vor Spinnen! Bitte könnt ihr das weglegen. Diese rosa Nudeln möchte ich probieren. Sieht ganz schön appetitlich aus. Das ist ja Kaugummi. Mega cool. Gern geschehen. Hä, was ist das denn? Das ist ja voll grün. Sag mir bloß nicht, dass das Rotz ist. Das wollte ich nicht. Also, der Clown hat in dieser Runde gewonnen. Dankeschön, das ist so nett von dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folgt uns auf dem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.